Stackpants gekauft. 3, 2, 1. Dennoch schade, auf jeden Fall habe ich mir den jetzt hier bestellt. Und zwar der Yeezy Slide. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Letzte Woche gab es ja keinen, aber diese Woche werden wir wieder mal ein paar coole Sachen mit reinbringen. Unter anderem steht der Lowlights Release an. Da haben wir Close Friends mäßig, also gute Chancen auf jeden Fall. Und es gibt den einen oder anderen Release, den ich auf jeden Fall gerne abgreifen würde. Also unter anderem die Yeezy Slides, aber auch die Nike Sakai Vaporwaffle. Und wir haben unseren eigenen Release von Trendvision, wo wir natürlich hoffen, dass er erfolgreich wird. Da wollen wir euch auch mitnehmen. Das sind die Sachen, die wir diese Woche planen. Wie gesagt, wir nehmen euch einfach wie immer mit und ich würde sagen, viel Spaß jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Leute, zwei Pakete sind angekommen. Einmal mein Jordan 1 Hyper Royal höchstwahrscheinlich. Ich wüsste nicht, was sonst sein soll. Und Hello Fresh. Also, das ist jetzt nicht gesponsert oder so, sondern einfach, weil wir hier im Office nie was zu essen haben und auch viel zu faul sind, irgendwie einkaufen zu gehen. Okay, dann kurz einmal noch das andere Paket hier. Das packen wir im Wohnzimmer aus. Bin oh, gespannt. First look. Wir werden zusammenziehen. 3, 2, 1. Das ist das schöne Ding. So, wenn man sieht, es schon schön eigentlich. Also da kann man echt nichts sagen, der ist schon clean. Ja, finde ich eigentlich auch. Zwei, was ist das? Oh, nice. Ey, der ist wirklich, den mag ich echt richtig gerne. Was ich bei denen halt nochmal cleaner finde, ist, dass hier diese Schrift auf der Seite, von der Seite. Weg ist, ne? Weg ist, so. Die komische der Schrift. Der ist auch schon hart gerockt. Auch schon gut gerockt, ja. Aber ich mag den auch. An sich finde ich hier dieses Yellow, oder was? Das finde ich noch geil. Ja. Das ist noch geil. Oder ist einfach nur, weil du ihn so viel getragen hast? Nee, das ist so gewesen. Da fehlt es. Aber der ist halt sehr clean. Ist solide. Ich würde sagen, kann man auf jeden Fall machen. Ich denke, ich habe überlegt, den meinem Bruder zu geben für Retail. Aber ich glaube, wenn ich den so sehe, kann man den auch nice tragen eigentlich. Ja. Live-Cops so sehr gefühlt habe. Beim letzten Vlog wollen wir auch direkt mal mit einem Live-Cop starten. Wir haben tatsächlich schon beim Close Friends Release von Lowlight Studios zugeschlagen. Tu hat sich die Akimu Pants gekauft. Ich habe mir eine Stack Pants gekauft, aber ich wollte auch noch die Akimu Pants holen und die war straight sold out. Deswegen versuche ich es jetzt hier gerade nochmal auf der Webseite zuzuschlagen. Bin schon hier dabei. Also wir werden euch auf jeden Fall auch noch zeigen, wenn die Sachen angekommen sind, aber hier ist jetzt gerade, bin ich gerade wieder in der Schlange. Ich hoffe, dass ich dieses Mal durchkomme und ich hoffe, dass ich dieses Mal eine Chance habe. Ich habe auch noch die Velvet Bag reingepackt, aber das Ganze werde ich euch gleich zeigen. Auf jeden Fall haben wir einmal die Akimu Pants und einmal eine Stack Pants, aber ich würde halt gerne auch noch die Akimu Pants und die Velvet Tasche haben. Deswegen werden wir mal sehen, aber ich werde euch auf jeden Fall gleich zeigen, ob ich die Sachen bekommen habe oder nicht. Sold out, danke dafür. Das heißt, hier kriege ich auf jeden Fall nichts. Dann müssen wir uns mit den anderen Sachen zufrieden geben. Bisschen doof, die wäre echt nice gewesen. Tour hat sie sich halt auf jeden Fall gezogen. Ich hätte die auch halt gerne gehabt, so. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe auf jeden Fall mir die Stackpants gezogen hier. Und Tour hat sich die Akimu Pants gezogen. Wäre noch geil, hätte man die Taschen noch gehabt. Aber so ist das jetzt eben. Also hier sieht man es einmal, die Stackpants wurde gekauft. Tour hat noch einmal eben zugeschlagen. Auf jeden Fall ist das definitiv gut. Leute, so ein Witz eigentlich, ne? Wir haben extra Pakete mit der DHL Express vorschicken lassen, damit die früher ankommen fürs Shipping, weil wir die an die Influencer rausschicken sollten oder wollten. Und jetzt liegen die Pakete oder lagen eine Woche in Deutschland im Zoll, sind nicht weitergekommen und jetzt sind sie da. Ich glaube, es kommen noch circa 30 von diesen Kartons hier. Also ein Haufen kommt auf jeden Fall noch und das kommt dann morgen, dann wird morgen da der komplette Rest verschickt, sodass Montag schon das meiste rausgehen wird. Kartons werden wir auch später noch vorbereiten zu falten und dann sollte das alles gut abgehen. Auf jeden Fall waren das eigentlich die Pakete für die Influencer. Die Influencer, die müssen jetzt warten, die kriegen dann ihre Sachen später. So
Leute, also wie gesagt, wir packen hier gerade die Sachen, die eigentlich für die Influencer gedacht waren, erstmal in unsere Regale rein. Das ist natürlich noch lange nicht alles. Die restlichen Sachen sollten später noch mit dem LKW ankommen. Dann werden wir das natürlich auch alles einsortieren und vorne, wie gesagt, eben unsere Pakete verpacken. Ich habe nicht mehr so viel Zeit zum Filmen, deswegen wird es ab jetzt eher nur noch Zeitraffer geben, aber ich denke mal, es wird auch nicht so schlimm sein. Freunde, wir holen erstmal die ganzen Kartons vom Lager hinten hier ins größere Zimmer, wollen die gleich alle nochmal falten. Es ist so elendige Arbeit, das alles zu falten. Aber wir haben uns ein paar Freunde geholt, Alex ist gerade wieder weg, Konsti ist da und ja, mal schauen. Und zwar unser zweiter Release von Trendvision. Ich bin unfassbar aufgeregt. Ich freue mich, aber bin auch krass aufgeregt. Also gerade hält es sich noch in Grenzen, weil es erst 10 Uhr ist und wir noch 3 Stunden bis zum Release haben. Aber gefühlt zitter ich jetzt schon einfach ein bisschen und ich glaube 15 bis 30 Minuten vor Release wird es halt extrem werden. Ich freue mich halt krass, bin aber auch krass aufgeregt. Ich bin gespannt, wie es wird und wie, sage ich mal, der Release ablaufen wird. Diesmal sollte aber alles gut sein. Wie gesagt, ich bin jetzt schon im Office. Two kommt gleich nach. Ich freue mich unfassbar. Ich bin gespannt, kann auch sein, dass die Kamera die ganze Zeit ein wenig zittert, obwohl ich die schon abgelegt habe. Aber dennoch auf jeden Fall bin ich gespannt. Wir werden sehen. Ich werde euch, denke ich mal, nach dem Release erst weiter auf den Laufenden halten, weil ich bin... Oh, fuck, ey. Ich bin einfach aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ich währenddessen was filmen kann. Ich glaube, wir werden es voll verpeilen. Aber sonst werde ich nach dem Release euch wieder mitnehmen, wenn wir dann auch anfangen mit dem Verpacken und so weiter und so fort. Aber ey, Leute, toi toi toi. Ich hoffe, es wird ein krasser Release. Ich denke mal an ihrer Seite ab. Junge, was? Ich brauche hier so eine Size-Reference. Pervers, Alter. Wie die viele Orders das sind. Das ist crazy, Jungs. Also ich danke euch auch von ganzem Herzen hier für euren Support, weil das zeichne ich als Next Level, ey. Holy shit. Alles Orders, alles einzelne Orders hier. Teilweise mit mehreren Sachen in einer Bestellung. Krank, Alter, krank. Leute, heute ist Montag. Es geht bei uns gleich auch weiter mit dem Shipping, aber ich habe es fast verpeilt. Und zwar kommen heute auf der Adidas Confirmed App die Yeezy Slides raus. Grüße gehen hier raus an Jan, der das in seiner Instagram Story hatte, sonst hätte ich es fast vergessen. Auf jeden Fall, die kommen jetzt raus und ich werde mir natürlich versuchen, welche zu holen. Ich habe mich schon bei allen eingetragen, habe das auch eben gefilmt. Außerdem habe ich aber vergessen, meinen Ton anzumachen. Deswegen, ich kann euch das hier nebenbei ein bisschen einblenden. Aber ich habe mich hier überall auf der Adidas Confirmed App schon eingetragen. Also hier unten steht auch Auswahlverfahren verlassen. Das bedeutet, das habe ich auf jeden Fall gemacht und jetzt werden wir mal sehen, ob ich da einen bekomme. Aber sonst würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit dem Verpacken. Boah Leute, gestern, ich habe es nicht mehr geschafft, mich für noch mehr Raffles einzutragen, nur für die Yeezy Slides. Naja, egal, die Yeezy Slides, glaube ich, haben wir nicht bekommen, aber ich versuche es jetzt nochmal bei den Sakais und da werde ich hoffentlich ein paar bekommen. Wie gesagt, mir ist eigentlich egal, ob ich den lilanen oder den beigen bekomme, ich würde beide gerne haben und deswegen trage ich mich jetzt mal bei allen Raffles ein, die ich so finden kann, um sozusagen wenigstens einen Hauch von einer Chance zu haben und wir werden dann halt sehen, die kommen am 29. raus, ich weiß nicht wann, der Vlog wird Sonntag hochgeladen, das heißt, es sollte noch in diesem Video kommen, ob ich den, ja, sollte noch in dem Video kommen, ob ich den bekommen habe oder nicht, aber ich trage mich jetzt auf jeden Fall mal für die Raffles ein und stelle euch hier erstmal aufs Stativ. Freunde, es musste dazu kommen, ich habe hier gerade, also wir waren gerade in einem Meeting und ich habe eine E-Mail bekommen und das war kein W-E-Mail oder so eine Win-Mail, sondern eigentlich nur hier so eine Invoice haben wir bekommen. Also, oder ich habe die bekommen.
einmal hier den Preis, den ich zahlen musste und vielen Dank für die Bestellung. Diese E-Mail kam einfach nur so an. Rechnungsadresse und alles stimmt alles so, deswegen denke ich mal, dass es alles legit ist. Das Ganze kommt hier von Alike. Ich habe den in meiner Größe bekommen. Ich bin schon gespannt, wie der in Real Life aussieht. Ich habe ja nur jetzt den Colorway hier in diesem Bone. Leute, ich habe bis jetzt noch nicht die Sakais gekommen. Ich war auch kurz am Grübeln, ob ich mir mit meinem Kleck-Gutschein die Sakais holen soll. Aber ich wollte auch unbedingt die Air Force One mit Comme des Garçons haben. Und die habe ich mir vor circa 2 Wochen schon bestellt, wurden dann aber storniert. Jetzt muss ich ein bisschen mehr zahlen, was richtig ärgerlich ist. Aber dennoch denke ich mal, ist es das auf jeden Fall wert. Deswegen werde ich mir die jetzt auf jeden Fall erstmal holen. Aber erstmal hole ich mir jetzt die und diesmal am besten auch ohne meine Adresse zu leaken. Drüben haben wir noch einen Favorit, der das beim letzten Mal nämlich gut geschafft hat. Ja Leute, ich habe jetzt leider nicht diesen wundervollen Deal hier bekommen für 20 Euro. Dafür halt 163 Euro für den Schuh ist auch noch mehr als solide, würde ich sagen. Dennoch schade, auf jeden Fall habe ich mir den jetzt hier bestellt. Und ja, ist okay. Okay, also Leute. Ich habe ja hier, ich weiß nicht, wenn ihr mir auf Instagram ein bisschen oder mich da verfolgt, ich habe hier gerade ein Auto am Start und zwar das von meinem Bruder. Und zwar ist das hier ein Audi S3. Ich habe ja eigentlich den Porsche Cayenne so, aber der ist gerade mit dem unterwegs, weil er den braucht. Und jetzt habe ich den hier gerade am Start. Und eigentlich will ich auch nicht viel zeigen, aber einfach nur ein bisschen, dass es Spaß macht, den zu fahren. Das ein geiles Auto ist. Full das geile Auto, weil ein paar Leute haben mich so angesprochen auf Instagram und so gesagt, zeig doch mal, aber ist nicht mein Auto, deswegen. Obwohl, warte. Doch, sieht gut aus. Sieht nicht gut aus. Egal. Obwohl doch. Oh, Digga. Ja, Mann. Also. Viele Leute haben mich halt einfach angesprochen und meinten so, yo, was ist das für ein Auto, wo kommt das her, ist von meinem Bruder leider, aber ich dachte, weil ich den jetzt mal hier für 1-2 Tage habe, für eine Woche so, zeige ich euch den ganz kurz mal, von innen halt auch mega geil, einfach mit dem Apple CarPlay so, sag mal, tu hier so, in diesen ganzen Sachen, finde ich, ist jetzt nicht das Neueste, das Besonderste so, weil es haben ein paar Autos schon mehr, aber es ist halt ganz nice so, dass man halt hier das so wie am Handy hat, sonst allgemein Interior bockt halt und fahren. Der ist halt auch geil. Es sind 310 PS beim recht kleinen Auto. Macht auf jeden Fall Spaß. Wie gesagt, ein paar Leute haben mich gefragt. Ich wollte es euch nur kurz zeigen. Wenn man schon mal das Auto hier hat, dann kann man das auf jeden Fall mal nutzen. Okay, also Leute, wenn ihr ein bisschen mehr von dem Auto noch sehen wollt, dann checkt einfach mal meinen Bruder aus. Ich packe den Instagram-Account mal unten in die Beschreibung. Da werdet ihr mehr davon sehen. Aber der zeigt euch bestimmt auch noch mehr, wenn ihr so vom Fahren her. Aber es ist schon ein geiles Auto, macht auf jeden Fall Spaß. Aber ich freue mich auch schon wieder auf mein Auto. Okay, Freunde, heute ist Payday. Oder, nee, nicht Payday, aber es kommen richtig viele Sachen an. Also, wir haben hier unter anderem Peso. First Impression. First Cop ever. Okay Leute, ich habe jetzt hier Größe S bestellt. Gucken, wie das passt. Das sieht echt klein aus. Ich habe irgendwie Angst, dass es mir zu klein ist. Obwohl? Nee, man ist an den Schultern zu eng. Justin ist doch auch so 1,2. Okay, ich bin auch ein bisschen weiter als er. Ja, an sich ganz nice. Aber ich habe gehört von voll vielen Leuten, Peso soll irgendwie so ausfallen wie. Also eine S soll wie eine M sein. Also halt übelst groß bei den T-Shirts zum Beispiel. Da waren die halt bei den letzten Seasons irgendwie mal richtig groß. Deswegen dachte ich, dass S passen würde, aber vielleicht hat er da ein bisschen das, ja, erneuert den Schnitt oder das Sizing. Naja, okay, dann Freunde, was 100% passen sollte, und zwar der Yeezy Slide. Also ich habe den jetzt hier, den in Bone Colorway habe ich, aber ich habe mir nochmal diesen braunen Colorway hier. Also die werden jetzt angeblich alle 2 Monate auf den gerestockt, habe ich gehört. Mhm. Von Yeezy Mafia auch. Oder auf Yeezy Supply sollen die auch alle 2 Monate rauskommen. Die Farbe ist schon nice, oder? Ja. Passend auch zu der Hose hier. Ja. Sehr, sehr cozy. Ich habe natürlich wieder ein L gezogen. Ich habe bei den Sakais auch ein L gezogen. Ich konnte mir jetzt wenigstens meine
meine Comme des Garçons kaufen. Ich gucke noch, ob ich die. Ja, ich gucke noch, ob ich die Sakais irgendwie kaufen kann. Aber ein bisschen mau diese Woche für mich. Mal sehen. Vielleicht kriege ich die noch irgendwo her, die Sakais. Und die auch. Vielleicht in zwei Wochen, eher zwei Monaten. So, Freunde, das war's soweit auch schon mit dem Video. Vielen, vielen Dank für den unglaublichen Support bei Trendvision. Die ganzen Sachen waren straight, eigentlich, also wirklich so schnell sold out. Und macht euch auf jeden Fall gefasst auf den nächsten Vlog, denn wir schlafen nicht. Es hat schon, die Planung hat schon begonnen für unsere nächste Kollektion. Deswegen werden wir im nächsten Vlog auch schon wieder in Istanbul chillen. Und wir nehmen euch auf jeden Fall mit auf eine Reise nach Istanbul. Wir sind in Bremen und so weiter. Deswegen checkt das nächste Video auf jeden Fall ab. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst es uns auf jeden Fall mit Daumen nach oben wissen. Schreibt es noch in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder in Istanbul wieder. Und